Wir haben über Aufgaben gesprochen, wir haben über Pufferzeiten gesprochen und Überschätzungen von einzelnen Tasks und dass diese manchmal unter- oder überschätzt werden und dass beides oder jede Art nicht unbedingt optimal ist. Wenn wir über Aufwandschätzungen reden, dann muss uns eines bewusst sein oder mehrere Sachen bewusst sein, nämlich eine Schätzung ist nur eine Schätzung, keine Realität. Wir wissen es im Nachhinein und da weiß es jeder, dass es eine gute oder schlechte Schätzung war, wo man sich verschätzt hat. Aber im Vorhinein in die Zukunft schauen es immer schwieriger und es ist nur eine Schätzung, keine Messung, das ist was anderes. Also, da sind Ungenauigkeiten drin. Wir wissen, dass Aufgaben unter- oder überschätzt werden. Permanente Unterschätzung ist schlecht, immer noch schlecht. Aber wir wissen auch, niemand will sich verschätzen. Aber es passiert. Das sind also die Gegebenheiten, die da sind. Und jetzt ist die Frage, wie können wir damit umgehen? Welche Möglichkeiten gibt es, mit diesen Unzulänglichkeiten, die am Ende vom Projekterfolg oder Misserfolg entscheiden, umzugehen? Und ich möchte hier ein paar Antworten liefern, wie das gehen kann. So, wir haben hier mehrere Aufgaben und mehrere Varianten und Szenarien. Im gelben Szenario gibt es mehrere Tasks A, B, C, D, E und jeder Entwickler sozusagen schätzt seine eigene Aufgaben. Also die Aufgaben sind bereits zugeordnet, die eine Person macht A, B, A, C und E, die zweite Person macht B und D. Das ist eine Variante. Eine Variante mit der wohl größten Streuung. Insofern, dass jeder ebenso seine Eigenheiten hat beim Schätzen. Ja, das Studentensyndrom, die chronische Unterschätzung, die chronische Überschätzung. Wie auch immer, schlussendlich sind wir sehr auf das Schätzgeschick der einzelnen Person, ja, auf die wir vertrauen sollten oder von der wir abhängig sind. Das heißt, es ist relativ schwer, hier eine qualitative Schätzungen zu bekommen. Ja, oder der Projektleiter muss dann wieder sagen, ja, ich weiß eh, du unter- oder überschätze ich jedes Mal jetzt. Korrigiert er da noch ein bisschen herum, was natürlich auch nicht optimal ist, denn damit wird ja bereits beim Schätzen einer Aufgabe, noch gar nicht beim Durchführen, die Kompetenz in Frage gestellt der Person, die die Aufgabe erledigen soll. Was man hier machen kann, ist, damit das Schätzen besser wird, dass man jede x-beliebige Aufgabe schätzen lässt. Schätzen ist auch eine Übungssache. Das heißt, wenn man es nur dann macht, wenn es um wirklich was geht und dann erwartet, dass es bei dem, weil es ja diesmal um wirklich was geht, auch gut schätzen kann, dann ist das ziemlich naiv. Um nicht zu sagen fahrlässig. Das geht gar nicht. Also lieber alles Mögliche schätzen lassen, die Zeit für eine Schätzung entsprechend begrenzen, so ungefähr. Weiß ich nicht, 1, 2, 3% der eigentlichen Aufgaben, Größe oder von mir aus ein bisschen mehr, aber sicher nicht, ja, für eine Tagesaufgabe sicher nicht länger wie eine Viertel oder halbe Stunde, sonst leidet die Produktivität auch wieder drunter. Aber das muss man üben und lernen und man wird auch schneller und genauer, wenn man es häufig macht. Wenn man das nicht macht, funktioniert diese Variante sicher nicht. Okay, das zweite, das blaue Szenario. Was, wenn der Projektleiter alle Aufgaben schätzt? Ja, der Projektleiter schätzt, wie lange wird Task A, B, C, D, E dauern und weist diese dann einfach den entsprechenden Mitarbeitern zu. Ja, das ist natürlich eine Option. Setzt allerdings voraus, dass der Projektleiter die Mitarbeiter brutal gut kennt und sich richtig gut in die Mitarbeiter hineinversetzen kann. Auch überlegen kann, okay, wo hat der eine oder andere vielleicht Probleme? Vergessen wir nicht, jeder schätzt mit seinem Wissensschatz, den er jetzt hat. Das heißt, der Projektleiter wird wahrscheinlich eher von seinem Skill-Level ausgehen und nicht von dem jeden seiner Mitarbeiter. Vielleicht ein bisschen, also in diesem Fall müsste er sogar. Nur das Problem ist schon, einerseits werden die Mitarbeiter ein bisschen bevormundet, man nimmt ihnen. Man macht sie nachher für eine Zeitvorgabe verantwortlich, die sie selbst nicht entschieden haben.
Also das Thema Kompetenz und Verantwortung und Entscheidungskraft und Co., das passt irgendwie nicht so ganz zusammen und das ist relativ ungesund, wenn das nicht zusammenpasst. Das Zweite ist, der Projektleiter müsste wirklich oder der Teamleiter müsste wirklich, wirklich gut seine Mitarbeiter kennen und auch sich auf diese einlassen. Und das Dritte ist, die Arbeit hat der Teamleiter. Der sollte sich aber unter Umständen auf andere Sachen konzentrieren, ist unter Umständen nicht das Optimale. Eine weitere Variante, wie es funktionieren kann, das ist jetzt die rote oder häufig gemacht wird, ist, dass jeder im Team jeden Task schätzt. Wir sehen hier die roten zwei Mitarbeiter, der eine schätzt Task B zum Beispiel signifikant kürzer als der andere und Task E ebenfalls. Ja, wir werden hier immer für jede Aufgabe natürlich unterschiedliche Zeitschätzungen bekommen. Unterschiedliche Zeitschätzungen heißt dann, dass es Diskussionsbedarf gibt. Warum schätzt du so viel und ich so wenig oder umgekehrt? Und dadurch ergibt sich dann irgendwie ein Mittelwert. Naja, das heißt, wir machen eigentlich eine Teamschätzung. Das ist natürlich aufwendig, denn jeder muss alle Tasks schätzen. Das dauert natürlich also viel länger. Das ist nicht, ja, das multipliziert sich mit der Anzahl der Teammitglieder natürlich. Aber man hofft, dass die Schätzung genauer wird. Man hofft, dass unter Umständen für die Schätzung mehrere Aspekte durch mehrere Personen in Betracht gezogen werden und mehrere Aspekte dadurch auch berücksichtigt werden. Und man hofft dadurch, dass die Schätzung in Summe irgendwie genauer wird. Durch den Durchschnitt oder durch das Minimalvariante. Das Problem ist, dass der Durchschnitt natürlich auf die Leistung der einzelnen Person, die dann schlussendlich die Aufgabe wirklich umsetzt, überhaupt nichts aussagt. Wenn wir einen ganz frischen Entwickler haben und drei recht erfahrene Entwickler, dann werden die recht erfahrenen Entwickler die Aufgabe natürlich signifikant als kürzer einschätzen als der ganz neue Entwickler, der sich erst einarbeiten muss. Wenn dieser dann aber natürlich diese Aufgabe bekommt, dann wird er hoffnungslos über das Ziel hinausschießen und den Task nie in dieser Zeit fertig bekommen. Das heißt, was hier nicht berücksichtigt wird, überhaupt nicht, ist das Skill-Level des einzelnen Programmierers, also nur marginal, weil es ja nur im Durchschnitt einfließt. Mathematisch, ja, nicht wirklich spannend, was da rauskommt. Die Hoffnung natürlich ist, dass man im Schnitt auch die gleichen Fehler macht, was auch nicht immer stimmt. Also die gleichen Fehler heißt nach oben und nach unten und in Summe wird es im Schnitt schon wieder irgendwie passen. Funktioniert aber auch irgendwie nur bedingt. So wie eine andere Variante hier. Ja, im gelben Verfahren ist die Variante, dass jeder Mitarbeiter bereits vorher wissen muss, welche Aufgaben er bekommt für diesen Zeitraum und dann vielleicht unausgeglichen ausgelastet ist. In der letzten Variante, dass wir viel Aufwand im Schätzen haben. In der mittleren Variante, dass wir viel Aufwand beim Teamleiter haben. Wie auch immer, das sind die drei Vorgehensweisen. Jede seine au eigenen Aufgaben. Der Teamleiter macht es für alle oder es ist eine Teamschätzung. Ja, keine funktioniert perfekt. Tatsache, was für alle gilt, schätzen ist eine Schätzung. Also eine Schätzung ist eine Schätzung. Und wir brauchen Einfühlungsvermögen für die Personen, die es umsetzen. Und mit je mehr Übung wir haben, umso besser wird die Schätzung. Aber seid nicht naiv und glaubt, die Schätzung wird gerade zu Beginn der Realität entsprechen. Und auch nach vielen Jahren der Erfahrung wird es immer wieder der Zeitpunkt kommen, wo eine Schätzung so richtig daneben geht. Und zwar nicht deswegen, weil wir uns so richtig, weil wir Szenarien uns nicht überlegt haben, sondern weil etwas Banales, an das wir nicht gedacht haben, schlussendlich uns einen riesengroßen Strich durch die Rechnung macht. Eins noch zum Schluss. Wenn ein Task nur schwer schätzbar ist, da es sehr viele Varianten und Risikofaktoren gibt, dann muss die Pufferzeit dementsprechend angepasst sein. Erhöhtes Risiko oder je größer die Fragezeichen im Kopf, desto größer muss der Puffer sein. Denn desto mehr ist unbekannt und desto mehr muss noch recherchiert werden und kann nicht geschätzt werden. In diesem Sinne viel Spaß beim Schätzen. Und
Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.